Okay, herzlich willkommen mit eurem Zockerli. Endlich mal wieder zocken. Zocken, zocken, zocken den LS10. Nicht wundern, da jetzt hier L1, R1 steht und sich Konsolenzocker denken, die Map kennen wir nicht. Ja, nee, ist klar, die Map gibt es ja auch nicht auf der Konsole. Diese Map gibt es nur auf dem PC. Das ist die berühmte Hof Bergmann, auf der wir jetzt Spaß haben werden, weil ich habe mir jetzt sagen lassen, probier's doch einfach mal auf dem PC. Und Leute, ich muss sagen, ich habe mich in diese Map definitiv verliebt. Man kann hier so viel machen, das ist der Knaller. Und aus dem Grund habe ich mich jetzt entschieden, ich werde Folgen vom LS19 sowohl als auch machen, da nun mal auch viele PlayStation-Zocker dabei sind, viele mittlerweile auch PC sind, werde ich versuchen, guten Schnitt in der Mitte zu machen, sozusagen, dass sowohl als auch stattfinden wird. Und aus diesem Grunde habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir, Ton extra, wir sowohl als auch machen werden. Es wird, denke ich mal, auch ein paar Multiplayer geben werden. Voraussetzung, es ist gewünscht. Genauso wie Single, definitiv Single Player. Und ja, von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oh, wir müssen gleich mal unseren Drescher abtanken. Also spätestens da würde dem Konsolenzocker aufgefallen sein. Hallo, was stimmt denn hier nicht? Wieso, weshalb hast du denn bitte, ne? Aber wieso, weshalb ich habe, werde ich euch dann gleich zeigen. Und ja. Warum auf dieser Map schon 14.21 Uhr ist, liegt ganz einfach daran, dass ich ein bisschen vorgespult habe, ein bisschen zu viel vorgespult habe, damit Feld 5 halb fertig ist. Damit wir es ernten können, damit wir arbeiten können. Weil ich wollte euch jetzt hier nicht die ganze Zeit präsentieren, wie ich hier Ballen von A nach B fahre, um für unsere Kühe Futter herzustellen. Also man muss sagen, auf dieser Map ist so viel zu tun. Und das ist das Geile, worauf ich mich am meisten freue. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen, ihr Lieben. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr gleich doch wieder mal meine Stopfmaschine hören, weil ich möchte mal eine rauchen, weil ich habe jetzt seit einer guten Stunde hier hin und her experimentiert. Wie ist das mit dem Soundaufnahme? Wie mache ich das jetzt am besten? Und ja, ich denke mal, jetzt habe ich den gut möglichsten besten Drall hingekriegt, dass beides passt. Wenn nicht, dann sagt mir das in euren Kommentaren, weil meine Zuschauer lügen nicht. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass in letzter Zeit so wenige Folgen kamen. Aber es ging einfach nicht. So, ich mache mir kurz eine Zigarette, Freunde. Oh Gott. Randale King. Weil es... Oh ja, Zigarette... Fragt mich jetzt nicht, warum ich den kleineren Fend nehme, ist ja auch egal. Es ging halt nicht, weil ich mir gesagt habe, so, ich möchte es ja so gut es geht haben. Ich bin schon mal froh, dass ich sagen kann, okay, ich kann nicht die höchste Auflösung spielen auf dem PC. Das geht leider nicht, Freunde. Das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid. Das ist jetzt so hoch. Ich habe dann mal angefangen mit... Ich habe mich da wirklich durchexperimentiert, sagen wir es mal so. Von wegen, mittel, klein, mittel, klein, ja genau, mittel, klein. Also, low, medium, custom. Und ich muss sagen, auf hoch hat es dann, so wie es jetzt ist, dann auch seinen Endpunkt von meinem Laptop erreicht. Ich bin ja schon mal froh, dass ich sagen kann, ich kann den LS19 zocken, ohne dass ich hier denke, so, alter Freundchen, was geht denn hier ab? Es geht gar nichts. Es hakt nur. Es macht keinen Spaß. Und das ist Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht der Fall.
glaube, in den Anhänger passen auch nur 8000 rein, genau. Ach ja, wie ihr seht, der Klaas Mähdrescher. Wie gesagt, spätestens da wäre jetzt meinen Konsolenzockern aufgefallen. Ey, stopp, halt. Wieso hat er einen Klaas Drescher und wir nicht? Also, wie gesagt, spätestens da wäre es euch aufgefallen, definitiv. Das Problem ist, ich habe Fruchtzerstörung an, Freundchen. Also, müssen wir dich mal hier hinstellen. Und ja, ich habe einen Helfer eingestellt, bin ich ehrlich. Ich habe auch Cosplay drauf, aber das Problem ist, irgendwie will das noch nicht so funktionieren, wie ich das haben möchte. Deswegen werde ich das auch nochmal testen, wie ich das am besten hinkriege. Und ja, ihr hört es ja schon, ich bin hellauf begeistert, dass ich endlich aufnehmen kann. Weil es ging mir auf den Keks, die Nüsse, ist mir auch egal, ist mein Kanal, ich darf sagen, was ich will. Einigermaßen sagen, was ich will. Und ich habe mich einfach nur aufgeregt. Weil ich habe es mit OBS versucht, ich habe es mit Fraps versucht, ich habe es mit Bandicam versucht, ich habe es mit meiner Avamedia versucht und ich habe es auch mit dem internen Programm von Xbox versucht, ein Video zu machen. Und jedes Mal, entweder hat das mit dem Bild nicht gepasst, mit der Stimme nicht gepasst und jetzt klappt es. Und darüber bin ich sehr froh, sehr erleichtert. Und ich hoffe, das Resultat gefällt euch und dass wir dann halt mehrere Sachen machen können. Ich werde das Video hochladen. Ich werde, denke ich mal, dann nachher noch ein paar weitere Folgen aufnehmen. Vielleicht heute Abend nochmal ein Video hochladen. Das müssen wir sehen. Das sage ich euch gleich. Das müssen wir sehen. Weil ich muss ja auch wissen, gefällt es euch, was ich mache jetzt wegen PC-mäßig? Oder wollt ihr dann doch lieber Zocker leasen, Konsolenzocker? Natürlich bin ich ein Konsolenzocker und ich werde auch ein Konsolenzocker bleiben, das steht fest. Und ja, ich habe gerade Fruchtzerstörung gemacht. Ja, hat da. Und warum? Weil das kann. Und ich wollte. So, Helfer einstellen, Feierabend. So, weiter geht's. Einmal Stroh haben wir drin, das heißt, nein, einmal Heu haben wir drin, das heißt, wir brauchen noch einmal Stroh. Und dann haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Und dann werden wir Kühe kaufen. Und warum? Weil wir es können. Und jeder, der das dann halt haben möchte, dem zeige ich dann halt nochmal die komplette Map. Das ist auch nicht das Problem. Habe ich gar keinen Klemmer mit, weil ohne euch bin ich nichts. Was auf YouTube betrifft. Und ja. Zack. Da fällt der nächste Ball gleich runter. Ach, die nächsten zwei gleich. Na gut, okay. Ja gut, passt schon. Hauptsache, der Ball auf der Palettengabel bleibt drauf. Der Rest interessiert mich nicht. Ja. Dann müssen wir gleich halt noch, na, nicht rausbacken, nicht umkippen. Das Problem hatte ich auch des Öfteren. Also, wie gesagt, ich habe jetzt diese Hofbergmann jetzt das dritte Mal neu gestartet, weil ich dreimal irgendwie tausendmal versucht habe, irgendwie was aufzunehmen und immer weitergemacht habe und immer halt auch gezockt habe dabei. Und ich wollte nicht euch jetzt hier voll vollendeten Tatsachen stellen, wo ich da schon das habe, das habe, das habe, das habe, das habe. Und das Feld habe schon und das Feld habe schon. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte, dass ihr von vorne bis Ende dabei seid. Und das hat halt nicht geklappt. Also musste ich neu anfangen. Ich habe damit kein Problem, weil ich mag die Map wirklich. Und ich laber ganz schön viel, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht warum. So viel Laber. Das gefällt mir. Was ist jetzt los? Los. Rinder mit dir. Jetzt los. Gut, dann machen wir mal kurz. Aha.
So, das dauert jetzt eine Minute und dann haben wir 16.000 Liter Futter für die Kühe. Das heißt, wir werden gleich von meinen mitkriegen 29.000 Euro, glaube ich, 2.500 kostet ja eine Kuh. Werden wir dann wohl mal, glaube ich, so 2, 4, 8 Kühe kaufen. Ja, das werden wir, glaube ich, machen. Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier rausgehe, dann hört er auf, weil 7 Sekunden waren gerade, müsste jetzt ein bisschen mehr vergangen sein und es läuft nicht weiter, komischerweise, wenn ich nicht drinnen bin. Und ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Weizen gekauft. Jetzt fahren wir mal schnell das Weizen wegbringen. Und ganz wichtig, ich weiß es nämlich selber nicht. Das Problem ist nicht, dass ich aufstoßen musste. Nein. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich die Hühner füttere. Weil Abladen hat nie funktioniert. Hier ist unsere Kuhweide. Da bräuchten wir kein Stroh. Das heißt, wir würden aber auch kein Mist und keine Gülle kriegen hier. Das heißt, die werde ich später erst machen, weil ich möchte gerne Mist und Gülle haben, damit wir später auch die Gewächshäuser für unseren Hofladen verwenden können. Ja. Also wir fahren jetzt schnell zum Hofsilo, was nicht am Hof ist, sondern eine Straße weiter ist. Finde ich jetzt nicht schlimm. Okay, das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber ich bin froh, dass ich endlich mal so eine Map zocken kann. Wo man so viele Möglichkeiten hat. Im Gegensatz zum PC. Im Gegensatz zur Konsole. Zack. Und ich hoffe, es ist nicht für euch alle jetzt so ein bisschen verwirrend, dass ich mit Controller zocke von der PlayStation und ihr da oben immer X und Dreieck seht. Ich lasse es erstmal noch an, weil ja, weiß ich nicht. Es ist nicht viel anders als jetzt auf der Konsole, aber ich weiß nicht, das ist für mich alles hier noch ein bisschen sehr dolle Neuland, was einige Sachen betrifft, bin ich ganz ehrlich. Und von daher möchte ich das erstmal so lassen. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Also wir werden jetzt umfüllen von dem Mixer, ja, also von dem gefertigten Kuhfutter, von der Mischration. Alter, was ist denn hier los hier? Mischration werden wir umsteigen auf, also die umfüllen, 8000 Liter zumindest, wir werden dann uns Kühe kaufen und dann ist auch erstmal Teil 1 Bennett. In 2 werden wir dann, denke ich mal, es so machen, dass wir die Kühe weiterhin versorgen werden. So von wegen Stroh, Wasser. Gras wird ein bisschen schwer, weil no money für ein Grasfeld. Aber da wir ja Feld 4 und 5 besitzen, werde ich, denke ich mal, auf einen Feld Dings ansehen. Hier ist es jetzt schnell Klee mal, weil ist ja neu. Mit Klee können wir unsere Kühe auch füttern. Und das würde ich dann gerne mal testen. Bin ich ganz ehrlich, war neue Sachen. Genauso wie das Käse und mit dem Butter. Also ich habe es ja schon gemacht, davon abgesehen. Es ist einfach nur nicey-beisy. Geilomato. Und ja, aus dem Grund möchte ich aber auch dran teilhaben. Ja, ich weiß, ihr habt es hundertprozentig schon bei anderen YouTubern gesehen. Ist mir auch egal, aber Zockerli ist halt Zockerli, ne? Deswegen werde ich mal so 1, 2 Folgen aufnehmen, gucken, was ihr dazu sagt und auf eure Reaktionen werde ich halt gucken, wie ich weiter vorgehen werde. Dim, dim, dim.
Voraussetzung ist, man fährt nirgendwo gegen, dann könnte man das auch alles gut hinkriegen, ne, Leute? Zack, das müsste passen. Rohr, Hänger, Rohr, Hänger, Hänger, Rohr. Passt. Dann machen wir Futter über Führung. Zack. Dann gehen wir kurz mal zu den Kühen. Ich muss ja auch noch ein bisschen Geld in der Hinterhand haben, wie ich ja den Helfer eingestellt habe zurzeit, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Der Helfer erntet ja gerade noch unser Feld. Ja, komm, ich bin, ne, altmodisch. Ich möchte schwarz-weiße Kühe haben. Dann haben wir noch 10.000, das passt. Dann haben wir 2, 4, 6, 7 Kühe. Gut, ist jetzt nicht die Welt, aber na gut, kommt. Besser als nix. Sie bringen ein bisschen Milch schon mal. Von daher passt das schon. Dann möchte ich natürlich noch von euch wissen, was ihr lieber haben wollt. Innenperspektive, Außenperspektive. Kann ich mich das selber entscheiden für oder weiß der Teufel was? Was für Trecker, was für Maschinen würdet ihr gerne sehen? Ich habe zumindest mitgekriegt, ich kann irgendwie mit einem. Ich wollte mir, ich habe mir den Mercedes-Mod runtergeladen, also den MB-Truck. Und er funktioniert nicht. Er funktioniert einfach nicht. Fragt mich nicht. Erfolgfreie Schalte. Rock'n'Roll. Ernte 1 Hektar ab. Okay. Na gut, dann habe ich einen Erfolg freigeschaltet. Ist auch schön. So, Motor ist erstmal aus. Die restliche Versorgung der Kühe werden wir dann halt im nächsten Video weiter durchführen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich warte dann auf eure Kommentare, Likes, Daumen nach oben und auf alles. Und wie ihr merkt, ich bin happy, dass es jetzt funktioniert. Ciao, ciao, euer Zockerli.